Falls ihr Bock habt auf Coins oder günstige PSN-Karten, checkt doch gerne mal den ersten Link in der Beschreibung ab. Würdet mich dadurch unterstützen, ist keine Pflicht, aber gebt einfach Dogma für 3% ein und dann wird es sich definitiv lohnen für euch. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder gegen euch alle an dem entspannten Sonntagabend. Ja, was soll ich sagen? Ich bin mal wieder durch mit der Weekend League relativ früh. Ich nehme das Video jetzt so gegen 3:30 auf. Ja, mein Team ist, denke ich mal, jedem bekannt. Vorne nicht mehr mit diesem Bronze-Dude, ich glaube Benko hieß der, sondern mit Morata einfach, damit es schöner aussieht, weil der Bronze-Spieler sah ein bisschen, ja, scheiße aus. Und ich habe mir jetzt auch Arturo Vidal geholt anstatt Sanchez, wollte ich mal einfach ausprobieren. Aber ja, Ronaldo, 100 Games gemacht, 155 Torbeteiligung, ist eine Top-Marke auf alle Fälle. Bombentyp, macht seine Dinger, macht regelmäßig Hattrick, so wie es auch sein muss. Aber ich muss sagen, Weekend League war wieder enttäuschend. Ja, hätte deutlich besser sein können. Aber das ist heute nicht das Thema, denn wir spielen heute gegen Kevin Turner 20, ist glaube ich der Name. Ich hoffe, es ist kein Kevin, ne? Also jetzt nicht beleidigen werden. Aber ich hoffe mal auf einen guten Gegner, auf einen, der mich ein bisschen zum Schwitzen zwingt. Und ja, ich würde einfach sagen, let's go. So, da ist er auch schon. Oh, Leute, was ist mit der Latenz los? Das ist der zweite, der schon Probleme hat mit der Latenz. Ey, WTF. Ich hoffe, es wird aber trotzdem funktionieren. Ja, heute darf ich auch mit dem Scuff spielen, weil andere Geschichte, was mit dem anderen Controller los ist. Aber okay. Claudio Bravo im Tor. Den habe ich, glaube ich, noch nie im Tor von einem Gegner gesehen. Wo ist Ronaldo? Da ist Ronaldo. Irgendwo eine Flanke, die ich spielen kann? Nein, ich kann aber hier ein bisschen tricksen mit Ronaldo. Ja, da sind die Legs, das ist natürlich nice, aber Ronaldo setzt sich durch mit dem Berberspin und macht das Ding nicht. Schade, schade, aber wir haben eine Ecke rausgeholt, es laggt wieder, es ist echt leicht belastend. Okay, auf den kurzen Pfosten kommt keiner. Pepe, schieß drauf, nochmal. Pepe, Pepe, what the fuck, what the fuck. Wieso kann ich nicht so viel Glück in Foot Champions haben? Ist einfach mal wieder eine Frage, die ich stellen muss, weil der darf da absolut nicht reingehen. What the fuck? Wie geht er ihm? Ja, ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich zumindest nicht Claudio Bravo im Tor habe. Oh, ist das am Längen, ey. Das ist scheiße nervig. Aber da ist Ronaldo durch. Und den lupfe ich ihm schön links oben in den Winkel. Ronaldo 2-0, das ist dann auch zu einfach, aber das war auch ein bisschen Lag verschuldet, muss man an der Stelle sagen. Aber das ändert nichts, dass Ronaldo den wunderschön links oben in den Winkel lupft. 2-0, 2-0, alles klar. Nice, nice, komm. Und schick Ronaldo durch, schick Ronaldo durch, kriegst du noch. Let's go, let's go. Es ist zu einfach, also wieder Bravo, absolut scheiße. Den darf man auch gut und gerne halten, weil ich glaube, der Schuss von Ronaldo war jetzt nicht unhaltbar. Wenn ich nochmal nachschauen darf, nee. Also, wenn ich dir eins empfehlen darf, Bravo ist scheiße. Hol dir Butland, das ist der beste Keeper im Game. Ist das am Längen, meine Damen und Herren. Also eigentlich mache ich das ja nicht, dass ich hier solche Laggy Games spiele. Aber ich dachte mir, hey, warum nicht? Der hat ja auch bestimmt Bock zu spielen. Und wenn es an seiner Internetverbindung liegt, dann kann ich da ja auch nichts für. Aber ich mache das, glaube ich, nicht nochmal. Weil es laggt jetzt nicht übertrieben, aber es laggt so, dass es nervig ist. Also bitte, es kann auch sein, dass ich das bin. Würde mich jetzt aber ehrlich gesagt wundern. Naja, okay, eigentlich auch nicht, weil Telekom ist ja bei mir am Start. Aber okay, ich mache trotzdem das vor. Ja. Wenn es geht, am besten nicht laggyhaft. Es kann auch wieder, wie gesagt, Telekom sein bei mir, glaube ich aber nicht. Ja. Achso, ich habe 4-0 gemacht. Ja, Hazard, nice, links und ins Eck, läuft. Stark. Oh, Arturo Vidal ist ein Fels in der Brandung. Der Typ ist so, so geil. Oh, Rom, aus der Distanz drauf? Alter. Also, ich weiß ja nicht jetzt, ob das daran liegt. Die Schüsse sind ja nicht mal irgendwie heftig gut. Aber hol dir Butland. Bravo ist scheiße, aber alles klar. War ich Junge, okay. Ich glaube, den hätte selbst Butland nicht gehalten. Ich hätte jetzt den Schuss nicht für so gut eingestellt. Ich hätte jetzt den Schuss für nicht so gut gehalten, aber der war ja schniekerobben. Mit einem Außenriss, ey. Not bad, ey. Ich will noch gerne den Hattrick mit Ronaldo. Das wäre noch dieses i-Tüpfchen. Oh, oder vielleicht ein Doppelpack mit Hazard? Ja, doch, mit Hazard machen wir das Ding, würde ich sagen, oder?
6-0. Also ich bin auch gerade so kaltschnäuzig. Leute, was geht hier ab? Oh, das hat er wieder durch. Mit Ronaldo die Kombination. Es war kein Abseits. Oh mein Gott. Also, es tut mir jetzt wirklich leid für ihn. Er hat sich da, glaube ich, sehr drauf gefreut. Aber dass ich hier jetzt wirklich jede Chance mache, gefühlt jede einzelne Schusschance, die ich habe, Alter, das tut mir dann in dem Fall echt leid. Okay, jetzt ist das schon am Grätsch. What the fuck? Vielleicht einen Freischuss habe ich, glaube ich, bisher mit Ronaldo gemacht. Ich glaube, ungefähr aus derselben Distanz. Ja, kann man mal jetzt ausprobieren, oder? 27 Meter. Ja, Ronaldo, komm, den könnten wir da ruhig in den Giebel hauen, oder? Ist es möglich? Alles klar, oder? Da ist das Spiel auch vorbei. Ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ist okay. Ich könnte gerne gegen mich spielen, nur ich lade das halt hoch, bevor jetzt irgendwelche Leute meinen, gegen mich zu spielen und dann nicht möchten, dass es hochladen. Wenn ihr gegen mich spielt, dann es kann auch passieren, dass das, wie jetzt hier der Fall ist, nicht jugendfrei ist, weil ein 7-0 auf YouTube hochzuladen ist schon heftig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ronaldo hätte ich gern den Hattrick gewünscht. Der ist jetzt aber trotzdem, glaube ich, Spieler des Tages geworden. Nee, Hazard mit dem Hattrick und einer Vorlage, aber Ronaldo an 4 Toren beteiligt. Ja, das soll es gewesen sein. Falls euch gefallen hat, lasst euch gerne ein Like da, abonnieren. Nicht vergessen, falls ihr neu seid, und vergesst nicht, die Glocke neben dem Abo-Button zu betätigen. Dann verpasst ihr auch nie wieder ein Video von mir. Und falls ihr Bock habt, gegen mich zu spielen, ich denke mal, ich mache das jetzt, wenn das so mit Weekend League läuft, funktioniert, dass ich am Sonntagmorgens immer so durch bin gegen 12 Uhr, dann können wir liebend gern gegen euch alle immer wieder, also wieder regelmäßig machen, jeden Sonntagabend um 21 Uhr, dann könnt ihr mich ja gerne an den Sonntagen einladen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.